Urdhva Bhujangasana ist die erhobene Kobra. Von der Bauchlage ausgehend, gib die Hände auf den Boden, Stirn auf den Boden. Dann halte die Fußrücken am Boden und hebe jetzt Brustkorb hoch, hebe den Bauch hoch und hebe eben auch das Becken hoch und strecke die Arme aus. Eine zweite Variation von Urdhva Bhujangasana hieße, du hebst auch die Knie hoch und bist nur noch auf dem Fußrücken. Und hier bist du ähnlich wie Urdhva Mukha Svanasana, der nach oben schauende Hund. Eine dritte Variation besteht daraus, dass du auf die Zehenspitzen kommst und aus den Zehenspitzen Knie und Oberschenkel knapp über dem Boden hältst, aber Bauch, Brust, Korb oben, Schultern weit zurückgibst und schaue so zur Decke. Urdhva Bhujangasana ist eine sehr weitgehende Rückbeuge, die Brustkorb und Bauch stark dehnt und eine gute Vorbereitungsübung ist für fortgeschrittenere Rückbeugen.